Und damit seid gegrüßt zu einer neuen Demo von einem Spiel. Wir spielen Kind Nature. Das sieht doch hier schon im Startbildschirm ziemlich hübsch aus. Finde ich zumindest. Wir schon mal rein, was das Spiel so kann. Demo das nur zu represent Final Quality. Ja, werden wir sehen. Auf geht's. The world has ended. Mankind failed to avoid the threatening global energy crisis. War broke out over the last resources, and as people dug deeper and deeper to mine the last fumes, nature finally stuck back. Warte, vielleicht gibt's hier. Ah, es gibt's auch in Deutsch. Die Welt ist untergegangen. Die Menschheit hat es nicht geschafft, die drohende globale Energiekrise zu vermeiden. Kriege um die letzten Ressourcen sind ausgebrochen. Und als immer tiefer gegraben wurde, um die letzten Brennstoffe abzubauen, schlug die Natur schlussendlich zurück. Landesweite Erdbeben zerstörten auch die letzten sicheren Orte. Überschwemmungen rissen ganze Städte mit sich. Die Welt befreite sich von ihrer Krankheit namens Mensch. Diejenigen, die nach der Katastrophe noch am Leben waren, wussten, dass der Schritt zurück zur Naturverbundenheit der einzige Weg vorwärts war. Sie schlossen sich zu Gruppen zusammen, von denen du ein Anführer sein wirst. Um zu überleben und das Fortbestehen deiner Gemeinschaft zu sichern, musst du dich auf gefährliche Missionen begeben und dich durch eine raue und zerrüttete Welt kämpfen. Dabei wirst du Freunden und Feinden begegnen, während du um die verbliebenen Ressourcen kämpfst und versuchst, dir inmitten der Zerstörung neue Heimat aufzubauen. Survival. Willkommen bei Kind Nature. Dies ist deine erste Mission, die du erfüllen musst, um dein sicheres Lager zurückzukehren. Die Pfeile zeigen dir den Weg, den du gehen kannst. Dies ist ein Schlachtfeld. Hier kämpfst du gegen einen zufälligen Gegner. Klicke darauf, um fortzufahren. Ich weiß nicht, ob ich schon sofort gleich kämpfen will. Bleibt mir aber doch nichts anderes übrig. Die Kämpfe in Kind Nature sind semi-rundenbasiert. Wähle deine Karten in der ersten Hälfte und spiele sie, wenn der grüne Pfeil die Raute mit erreicht. Die Charaktere bereiten ihre Aktionen der zweiten Hälfte vor und spielen sie aus, wenn ihr Pfeil ACT erreicht. Die Geschwindigkeitssymbole, sechseckige Uhr, achteckige Uhr auf den Karten bestimmen, wie schnell sich der grüne Dreieck-Pfeil vom Karo nach ACT bewegt. Okay. Soweit nicht verstanden. Du hast 3 Aktionspunkte AP pro Zug zur Verfügung, um deine Karten zu spielen, aber du musst nicht alle davon nutzen. Die Kosten der Aktionspunkte werden oben auf jeder Karte angezeigt. Nicht verwendete Karten der Aktionspunkte werden nicht auf die nächste Runde übertragen. Soweit so unklar. Mir kann aber auch keine Kartenspieler erklären. Das ist da. Da ist eine 1 drauf. Das ist
steht, füge 2 Schaden zu, also kann ich die hier. Okay. Ein 2 Block. Das zweite kann ich einsetzen. Und ein Wanderpunkt. Das dritte kann ich einsetzen. Das ist die vierte kann ich einsetzen. Und die fünfte soll ich auch mal einsetzen. Du kannst die Absichten des Gegners über seinem Kopf sehen. Wege eine Mauszeige über diesen Boden, um mehr zu erfahren. Gegner wird seine Aktion ausführen, sobald sein gutes Dreieckpfeil ACT erreicht. Ah, okay. So funktioniert das also. Da müssen wir jetzt drauf gucken, ob das soll nicht im falschen Moment angegriffen werden. Lebenspunkte können wir erhalten. Und wir haben nur noch 3 Zug oder was? Okay, sieht aber gut aus für uns. Okay. Haben wir doch gleich. Schützen wir erstmal den Hund. Schützen wir erstmal uns. Dann greifen wir ihn an. Schützen uns nochmal. Oder so. So. Ich habe eh keinen Plan. Wie hat er sich wieder geheilt? So, wir schützen den Hund. Wir schützen uns. Er hat ein paar Wanderpunkte. Und greife an. Okay, ich greife an. Ich greife nochmal an. Und verteidige mich. Oder mein Hund. Auf geht's. Da geht er da um. Aha. Als nächstes folgt ein Entscheidungsevent. Ein zufälliges Ereignis wird auftreten und du musst dich entscheiden. Was du tun willst, klicke darauf, um Fuß zu fahren. Dein Runner hat etwas gefunden. Dein Runner rennt plötzlich davon. Du findest ein paar Meter weiter unten an der Straße, wo er im Boden gräbt. In der Ferne liegt plötzlich ein Vogelschwarm aus dem Wald. Das, was normalerweise Ärger bedeutet. Dein Runner ist jedoch fest entschlossen, weiter zu graben. Lass ihn graben oder weiterziehen.
Du gehst deinen Weg, ohne dass etwas passiert. Das klingt doch gut. Das scheint nach der richtigen Entscheidung. Sicherer Ort. Die Karawane konnte aufhören. Die Kosten für den Wanderer wurden gesenkt. Yay. Dies hier ist ein Heilungsfeld. Das heilt deinen Charakter um einen zufälligen Wert. Wieder auf den Fuß zu fahren. Erholungspunkt. Du heilst um 8 HP. Glückwunsch, du hast das Ende der Mission erreicht. Nun wirst du dich einem Boss stellen, bevor du in deine Nahe zurückkehren kannst. Es bleibt nichts weiter zu sagen als viel Glück. Oh weia. Boss. Naja, 13 HP und ich habe 30. Dann verteidigen wir uns erstmal. Heilung brauche ich noch nicht. Wir verteidigen unseren Banner. Ein paar Wanderpunkte und greifen an. So, Wanderpunkte. Angriff, Verteidigung, Angriff. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Dein Feind beabsichtigt, dich zu vergiften. Gift ist nicht blockbar und fügt dir Schaden zu, wenn dein grüner Pfeil Act erreicht. Angreifen, blocken, angreifen und blocken. Angreifen, angreifen, blocken und Wanderpunkte. Läuft sehr gut für mich. Ich weiß nicht, was unser Wanner hier tut. Verteidigung. Wanderpunkte. Von mir aus heilen. Brauchen wir eigentlich nicht so sehr. Angreifen können wir wohl diese Runde nicht. Von 3. Okay, Angriff. 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 Da geht der Boss down. Du hast die Mission erfolgreich beendet. Glückwunsch, du hast alle Hindernisse überwunden. Du kannst nun in die Sicherheit deines Lagers zurückkehren. Deine Belohnung plus 500 Materialien und eine Karte. Fügt 4 Verletzungen zu hinzu. Aha. Willkommen in deinem Survival Camp. Hier kannst du Gebäude bauen und aufrüsten, Karten herstellen, Baustoff recyceln, dein Deck verwalten und neue Missionen starten. Das ist der Recycler, das Hauptgebäude in deinem Lager. Dann kannst du den Baustoff, den du in deiner Mission mitgebracht hast, zu nützlichen Ressourcen recyceln. Du kannst auch Karten recyceln, die du nicht mehr brauchst. Deine Produktion ermöglicht die Wiederverwertung von Ressourcen aus Baustoff. Aktuelle Produktionskapazität 3000. Max 3000. Recycling wählen alle. Noch anscheinend so nur weil es machen wollen. Um neue Karten herzustellen, kannst du andere Gebäude im Lager nutzen. Kräuter, eine Waffenschmiede.
Das ist die Waffenschmiede, in der du nur Angriffskarten herstellen kannst. Beweg den Mustang über die Karten, um Informationen über sie zu erhalten. Wenn du genug Ressourcen besitzt, kannst du nur auf die Karte klicken, um sie herzustellen. Okay, Waffenschmiede W1, Holzkohle. Können wir nicht. Produktion, Aufrüsten, Forschung. Nächster Fünfer. Aktivkohle. Und ferne einmal Gift. Was gibt's hier bei Aufrüsten? Forschung. Recycler. Ah, ist die Waffenschmiede. Sperken muss. Morgenstern. Können wir uns leisten oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe darauf geklickt, aber. Gehege. Wir haben keine Materialien, so ist das. Ah, okay. Jetzt können wir in eine Waffenschmiede gehen und. Muss den Inventar hinzufügt. Das haben wir den Inventar hinzufügt, das haben wir den Inventar hinzufügt. Ah, verstehe. Dafür haben wir nicht mehr genug Material. Ich glaube hier noch Aktivkohle. Um ein bisschen Gift zu vermeiden. Mit zwei Blutungen halte 3 Lebenspunkte. Können wir nicht mehr. Okay, benötigte Ressourcen 320, 230. Das haben wir. Befehlen uns die Ressourcen. Das ist ein bisschen dumm. Lagerfeuer. Hier kannst du dein Deck bearbeiten und dich auf die nächste Mission vorbereiten. Du kannst aus dem wählen, welche Mission du als nächstes wählen willst. Bei Deck vor. Du hast Deck. Wie sieht die Waffen? Ich dachte, ich habe hier. Hätte mir doch, wo zeige ich mir denn jetzt die ganzen. Ich hätte mir doch einen teuer für teuer die Sachen gekauft. Pistole. Wow. Da waren Karten. Also die andere Sache haben wir nicht bekommen. Aus so einem Grund haben wir Geld für uns gegeben, aber nicht gekriegt. Köln oder Berlin. Missionen besitzen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Je länger die Mission, desto mehr Tage vergehen. 3 Tage nach Köln und 5 Tage nach Berlin. Dann fahren wir erstmal nach Köln. Oh, dann die Waldfee. Wir können uns entscheiden, wo wir lang wollen, ob wir einen Kampf machen wollen. Erstmal eine Entscheidung machen oder hier zum Lager. Erstmal eine Entscheidung. Ein trauernder Naturfanatiker. Ein einzelner Naturfanatiker hockt am Wegesrand. Als du dich ihm näherst, bemerkst du, dass er ein paar Steine auf ein scheinbar frisch ausgehobenes Grab legt. Mit einer sanften Bewegung platziert er eine schwarze Feder auf den Stein. Das Bild hat etwas Friedliches und du bist dir nicht sicher, ob du es ausnutzen sollst und ihn hier alleine und verlässlich finden.
freundlich auf ihn zugehen und definitiv. Er nickt stumm und zeigt auf das Grab. Nimmst ein paar deiner Steine und legst sie zum Grab. Für einen kurzen Moment spürst du eine Wärme tief in dir. Du fühlst dich der Natur näher. Da ist 10 Naturpunkte. Aha. Auf den Kampf. Banditen-Rohling. 3 Schaden. Wir machen. Vergiftet sind wir nicht mehr. Auf geht's. Verteidigung, Angriff. Gift bringt nichts. Lebensmutter. Hoffe ich. Angriff, Angriff, Verteidigung. Wären besser. Und Angriff. Und Angriff. Das war ja schlecht. Alles auf Angriff. Da geht der Tau. Interessant. Lager mit einer Chance. Okay, ich würde mal versuchen. Hier haben wir hin und hier haben wir auch einen. Ich gehe mal oben lang. Wir müssen Ressourcen sammeln. Die abgelegte Rüstung. Ein Stück abseits des Weges entdeckst du dünne Rauchwolken. Vor kurzem muss in der Nähe ein Feuer entzündet worden sein. Stehst dich in dem Lager vorsichtig zu nähern. In der Hoffnung, einen sicheren Ort zu finden. Als du an der Stelle ankommst, stellst du fest, dass hier vor kurzem ein Kampf stattgefunden hat. Ein schwer verletzter, möglicherweise toter Bandit liegt regungslos auf dem Boden. Große Wunden klaffen auf seiner Brust. Neben ihm liegt eine Rüstung, die er wohl abgelegt hat, als er sie ausruhte. Wer weiß, wie der Kampf ausgegangen wäre, hätte er sie anbehalten. Den nehme ich mit. Okay, jetzt haben wir uns die Heilung versaut, wie es ausschaut, und müssen direkt in den Kampf. Oha, jetzt haben wir 2 Gegner. 2 gegen 1. Verteidigung. Verteidigung. Wundepunkte. Wundepunkte. Richtig spiele. Auf geht's. Eine Kundschaft haben wir hier. Zwei Blutung und Heilung. Auf geht's.
Wo kommt die Rüstungskarte an? Da kommt die Rüstungskarte. Du hast eine Ausrüstungskarte gezogen. Dies ist eine besondere Kartenart. Ausrüstungsblock und Verstärkung bleiben bestehen und werden jede Runde erneuert. Was jedoch immer nur ein aktives Ausrüstungsteil gleichzeitig ausgerüstet haben. Das macht Sinn. Angriff. Und. Achso, habe ich schon. Rüstung und Angriff. Wurde ich vergiftet oder was? Angriff. Wunderpunkte. Verteidigung. Und nochmal Punkte. Und nochmal. Kämpfe hier, aber okay. Angriff. Angriff. Heilung. Brauche ich mal dringend wieder. Gift entfernen. Oder auch nicht. Auf geht's. Sieht für mich trotzdem noch besser aus. Geht's. Runde Punkte. Verteidigung. Verteidigung. Und den einen haben wir gleich tot. Okay, Angriff. 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 Volle Angriffsrunde. Und down. Vielleicht der nächste Kampf voraus. Hündchen. Rüstung. Und Angriff. Oha. Ich muss Angriff machen. Oha. Meine XP sind langsam down. Hundepunkte. Verteidigung. Und nochmal Verteidigung. Ich werde davor die paar Wölfe wegkriegen. Angriff auf den Hauptwolf. Angriff auf den Hauptwolf. Den grünen Wolf. Na verdammt, ich hab Lebenspunkte. Gift weg, Angriff, Angriff und Angriff. Alpha Wölfe noch nicht ausgeschaltet. Verteidigung, Verteidigung. Ein bisschen Heilung, nicht nötig. Auf geht's. Okay, Rüstung brauchen wir zuerst. Den Angriff. Und das ist auch so. Die sind vorne dran.
Okay. Auf geht's. Na komm. Einfach Wolfe Stone. Angriff, 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 ich bin voll Angriff. Ein bisschen risky, aber auf geht's. Angriff, Verteidigung, Gift. Gleich ein bisschen Heilung, Rüstung. Okay, was soll es? Verteidigung. Geht da rum. Das läuft doch gut. Können wir hier nicht. Hier nach oben können wir schon mal nicht gehen. Sicherer Ort. Die Karawane konnte aufholen, die Kosten für den Mann wurden gesenkt. Da sind wir in Köln und haben gleich den nächsten Kampf. Heilung. Angriff. Okay, Rüstung können wir nicht machen. Es braucht zwei. Ah, okay. Dann machen wir erstmal Rüstung. Ganz so verstehe ich es. Okay, Angriff und Angriff. Und Verteidigung. Vielleicht nicht falsch, erstmal den erstmal die Hunde auszuschalten, aber was soll es? Angriff, Angriff und Angriff. Interessanter Ort zu kämpfen. 9 von 30, oh Gott. Ob wir das noch überleben? Verteidigung. Und Angriff. Das ging jetzt wirklich gut abgewehrt. Na, er kriegt es auch abgewehrt. Angriff. Verteidigung. Nochmal Verteidigung. So viele Heilungsmöglichkeiten habe ich gar nicht mehr. Die Heilung, Rüstung, das war's. Angriff, muss ein bisschen warten. Schade, dass das immer nur ein HP zurück generiert. Das wird dann ein bisschen kritisch irgendwann. Wenn wir jetzt nur 3 HP haben, die Runde werden wir verlieren. Jetzt wird es nochmals weit gebracht. Rüstung. Und Verteidigung ist dringend. Er hält sich.
Plus 4, interessant. Eins Gift, Angriff, Verteidigung. Den gehen wir down. Game over. Du hast den Kampf verloren, konntest diesmal aber mit deiner Gruppe fliehen. Ja, da musstest du all deine gesammelten Ressourcen zurücklassen. Doch du bist froh, dass du noch im Leben bist. Dich beschleicht jedoch das Gefühl, dass es beim nächsten Mal nicht mehr so einfach sein wird. Tja. Ah, es fehlt noch ein bisschen Material. Ja gut. Das soll es dann damit gewesen sein. Haben wir das Spiel mal anprobiert. Danke fürs Zuschauen. Das war Kent Nature. Ein spannendes Spiel, finde ich. Glaube ich nach oben von meiner Seite aus. Glaube ich nach oben von eurer Seite aus, wenn es euch gefallen hat unter diesem Video. Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und ja, wir sehen uns morgen schon wieder. Oder heute in einem anderen Video auf diesem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.